Der ist aber auch richtig schnell. Ja, der geht echt ab, muss man sagen. Tumbril zieht sich echt. Oh, oben sehen wir schon Schiffe. Ist schon mal ein guter Indikator. Ich hört man hier auch. Oh, das wäre nice jetzt, oder? Wenn wir richtige Action jetzt hätten. Würde ich richtig feiern. Bitte? Wie weit seid ihr weg von denen? Wo sind wir ungefähr runtergegangen? 20? 18? 20. Ja. Ich kann noch mal kurz annehmen. Wie heißt die Kresse? Ah ja, du fährst genau drauf zu 16. Geh mal raus, Maus. Über uns ist was, über uns ist was. Ich wurde auch direkt unter Feuer genommen, musste wieder wegspringen. Auf die Valkyrie wird geschossen, ne? Ich weiß, ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Boah, haben wir Glück gehabt. Was wird geschossen? Wenn es ihm direkt Crampset geht. Oh, hoffentlich schießt er noch ein bisschen länger auf die Valkyrie, dass wir hier gut wegkommen. Auf jeden Fall nicht mehr annehmen. Kurz, bitte. Ja, ja. Jo, das war's mit der Valkyrie. Weg. Ich sehe es hinter uns. Der ist... Boah, muss vielleicht noch ein Stück weiter. Das sind zwei. Wenn uns wahrscheinlich noch suchen. War dann zu zweiter drauf. Die haben da jetzt. Versuch mal irgendwie hier rauszukriegen, wo der Berg ist. Ist der rechts von uns? Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht annehmen. Ne, gut, weglassen. Also Jela ist immer noch mit am besten zu fahren. Da sind wenige Steine drumherum. Ja. Ist wirklich top zu fahren. Wenn er jetzt noch ein Ticken stabiler wäre halt, das neue, die neuen Physics reinkommen, dann... Irgendwie wie so ein Frosch hier. Schiffe hört man aber. Mhm. Was mega ist gerade. Vorbei. Das ist gefährlich, ne? Uns aber nicht gesehen. Die waren sehr knapp, ne? Waren richtig nah. Boah. Oh no. Oh. Boah, war das knapp. Walter, das war... Junge. Boah, die sind ja richtig im Tiefflug hier rüber gezogen. Wir konnten die ganzen Maschinen sehen. Boah, so richtig in so einer Raute, in so einer Formation. Shit. Warum friere ich schon wieder? 11 Minuten habe ich noch. Komm, ich habe Novikov an und ich friere. Bei minus 31. Ja, oh, fuck. Okay. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin bei 33 Grad Körpertemperatur. Du bist krank. Dann muss ich da gleich reinlaufen. Hat schon gesagt. 10 Minuten habe ich noch. Oh, das wird mega knapp. Okay, da vorne wird geschossen. Sehr gut. Dark Pain, hast du es geschafft? Kannst du auslassen. Mantis ist da unten auch am Gang. Wo bist du, Störte? Ich flieg so 20 Kilometer außen. Außerhalb von Jumptown. Ich komme nicht ran mit den beiden Jägern. Die haben mich instant unter Feuer genommen. Haben die gerade vor ein paar Sekunden auf dich geschossen? Nee, das war eine Nomad. Okay. Ich habe aber direkt schon wieder einen roten Marker am Arsch. Frage ist, wo JT ist gerade. Wir nehmen auf jeden Fall gleich mal kurz an. Ich meine, es ist noch mega weit rechts. Den kurz an. Wie viel, Walter? Links ein Stück, 12 Kilometer. Okay, kannst du noch mal kurz ausmachen? Ja.
Ich glaube, ich sehe unseren signifikanten Berg dort hinten. Das schöne Schmuckstück von Jela. Ja, das ist der Berg. Jumptown dürfte zu Fuße sein, unten links ein Stück. Das ist die Seite, die... Ich weiß, von welcher Seite wir ranfahren. Oder liegt es hinter dem Berg noch? Ja, könnte hinter dem Berg sein, ne? Ich weiß es nicht. Boah, dann sind die aber weit draußen gezirkelt, die Typen, ne? Ja, ich hab einen jetzt auch schon wieder rausgezogen. So, einer hat mich eben verfolgt. Kann man sich irgendwie Medikamente oder so reindrücken, damit er wärmer wird? Moin. Moin. Hey, moin. Bin ein bisschen spät dran, aber kann man euch noch eine 8 scheuen? Ja, natürlich, natürlich. Absolut kein Problem. Das ist sehr gut. Nice, okay. Dark Fate ist auch am Start. Mega. Zack. Kommt gerne, gerne rum. Ich guck mal ganz kurz mit dir hier. Dark Fate, Mission ist bei dir auch aus, oder? Ich hoffe ja. Hätte der die an, hätten die den schon längst gefunden. Warum zittert der denn so hier? Kann nichts machen. Nur keine Wärmepads geben, gar nichts, ne? Die nicht existieren im Game. Oh. Egal, dann lass weiterfahren, dann schreibe ich gleich. Oh, verdammt, ey. Ist ja richtig ätzend. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin. Verliert man langsam HP oder steht man direkt? Nee, du stirbst nicht instant. Ja, dann kann ich vielleicht einmal noch so gegenheilen. Oder mehrmals. Wow, jetzt wird hier extrem. Aber jetzt gut am... Sicht ist gerade echt... ...im Zittern. Nice, Duck Payne hat's auch geschafft. Hier waren wir ein paar jetzt am Boden. 3 am Boden. Naja, einen halben. Einen erfrierenden. Ich komme halt nicht ran wegen der Fighter. Das ist schwierig, ja. Das ist. Okay, Nachtsichtgerät bei Sturm bringt gar nichts. Mega. Wen muss ich denn da als Friend adden? Schreibst du einfach Black-Bones und dann sagst du mir, wann du rausgeschickt hast, dann nehme ich die an. Und dann joinst du uns einfach in Ruhe nach. Jo. Schon gut schwarz. Noch 6 Minuten. Ich verstehe nicht warum, wieso, weshalb. Was du mal versuchen kannst, ist kurz auszuziehen und wieder anzuziehen. Ja. Das ist noch etwas, was du versuchen kannst. Hast du einen Helm ab, Swags? Nein. Okay. Aber mit den Waffen wird schwierig. Wird ihm kalt. Aber wenn ich, ja... Boah, dann muss ich jetzt die Waffen so alles droppen. Die Freundschaftsanfrage sollte raus sein. Ja? Ups. Alles droppen, och. Ist nicht durchgekommen. Bist du nochmal bitte zu schicken? So, ich hab glaube ich die PTU gestartet, ihr seid im nicht im PTU Versal. Nee, da ist. Das. Jetzt geht's, ne? Jetzt hat er getriggert. Geht's. Nice. Workaround, let's go. Du lebst wieder. Okay, 3 Mann auf jeden Fall am Boden. Mit ein paar 10, die abgestorben sind. Pass auf, die Maschine. Warte, ich fahr ein Stück vor. Maschine. Pff. Ja. Rex, lebst du noch? Ich lebe noch. Mann, vor Erfrierung gerettet, dann überfahren. Teammitglied da. Er zittert immer noch, aber er wärmt sich auf langsam. Mann,
macht ja gar keinen Sinn. Ich bin auch vorhin, als wir den Tumbril eingeladen haben, ich bin kurz rausgegangen, er war schon am Zittern. Dark Pain, nee, nicht direkt, aber ja, du bist ja mit am Mann direkt. Ja, aber Rex, absolut kein Problem. Das ist sowieso heute aufgrund zweiter Weihnachtstag, ne, haben wir einfach spontan gezogen. Die Tage machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was Jumptown. Wenn wir die meisten wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Vasania, bei dir läuft gerade gar nichts mehr? Ich claim gerade Schiff. Okay, nice. Ich habe ja sonst nichts. Fuck. Hier da vorne noch ein Schiff. Ja, rechts, ne? Von uns. Boah, ist das schön, man sieht mal wieder was. Ich bin tatsächlich auch fast gestorben. Ja, und 6 Minuten noch, ne? War das Einzige, was wir machen konnten. Ich hab schon HP abgezogen bekommen. Du Scheiße. Bisschen langsamer, dass wir hier nicht irgendwie. Dann ist das doch hinter dieser Kuppe her. Eine Hurricane wird bestimmt aber auch einiges aus. Ja, eine Hurricane ist auch nicht so einfach wegzuholen. Ja, jetzt sind wir richtig. Ja, muss es sein. Das kann man so aufscheuchen. Nice mit den Tumbrils. Ist doch noch ein gutes. Ich sehe es noch nicht. Also das heißt, noch mal hier ein Stück rüber? Warte mal. Ja, wahrscheinlich das auf die ist andere Seite nochmal. Ist das nicht der Berg? Oder ist das hier hinter dann der Berg? Ich denke, das ist einmal geradeaus Berg dahinter. Ja, ne? Okay. Da ist auch einer. Also, ich sehe ein Schiff. Da oben, ja, genau. Da ist ein bisschen. Okay, dann. Oh. Nehmen wir die Seite. Also mit den Physik sind sie noch genial, da kommst du ja überall lang. Das Problem ist, die Schiffe fliegen gerne mal die Berge ab, ne? Mhm. Dass wir so falsch sind, also für mich war das genau der Berg. Da war aber auch kein Sturm drauf. Hat schwerer gesehen. Ob wir hier vorne hochkommen? Denke schon. Ja, ja, locker. Mit denen für dich. Mit denen. Der Super Tumbril, der frisst sich hier rein. Wirklich. Der ist den Berg auf. Ja. Zack. Ohne Probleme. Oh Mann. Ja, da hinten wird ausgeleuchtet. Ja. Okay, da vorne ist unser Berg. Mit was soll ich denn kommen? Mit was fliegst du gerne? Mit was bist du gerne unterwegs? Also mein Starterschiff ist die Avenger Titan, aber ich habe auch noch eine Million rumliegen, mit der ich ein Schiff mieten könnte. Keine Ahnung, falls was Spezifisches gerade brauche. Also eine Titan ist sehr nice zum Abtransport. Problem ist, wir müssen gerade erstmal Jumptown einnehmen, oder versuchen es zumindest. Schwierigkeit ist zurzeit, hier sind einige im Luftraum. Das heißt, ja, das wäre sinnvoll. Vielleicht jemanden anschließen, Störte anschließen oder sowas. Das wäre vielleicht. Ich stehe mit Pisces 50 Kilometer über Jumptown. Okay.
Alter, ist das so, dass das... Ist das ein Reclaimer? Was ist denn das? Oder ist das eine Cut? Ich kann es gar nicht erkennen. Ich versuch's... Nee, ist keine Reclaimer, aber es ist... Was Größeres aber auch, ne? Wenn Jumptown daneben ist... Was Großes. Könnte eine Reclaimer... Eine... Oh mein Gott, komm grad nicht drauf. Ich hab gesagt Reclaimer. Doch, ich... Aber... Naja, wir sehen's gleich. Flieger. Jo. Boah, das hört sich so gut an. Ja. Es ist so nice. Will die gar nicht mehr weg. Einfach unter Jumptown stehen bleiben, um die Sounds zu hören. Einfach nur so. Was machst du hier? Gar nichts. Ich höre. Star Citizen ASMR. Die Frage ist, ob Bodentrupps da sind. Ich gehe aber mal davon aus. Ja, die sind auch ein bisschen organisierter hier. Safe. Die sind allein gerade schon in so einer richtigen Formation an uns vorbeigeflogen. Ja, mega. Da müssen wir uns auch mal in Zukunft drauf spezialisieren. Ein bisschen Übungsflüge machen und sowas. Wer da auf sowas Bock hat, dann auch das zu trainieren. Können wir uns auch eine kleine, ausgewählte Gruppe nehmen. Das habe ich damals immer mit ein paar Kollegen gemacht, mit Gladius und so weiter. Da sind wir echt in Formation angeflogen. Es macht verdammt viel Spaß, wenn wir das ein bisschen hinbekommen dann. Dann kann man auch einfach mal spontan sagen, let's go, weiß ich nicht, 4-5 Gladius und los geht's. Die nächst nähere Location, an, bei der ich mir Waffen kaufen kann? Also FPS. Crew L1. Crew L1, okay. Oder Grimmix. Da kommt wieder was Dickes. Crew L1 muss der eh zum Raketen fliegen. Oh ja. Ja, genau. Crew L1 muss eh hin zum Beinen. Dann bist du hier sehr nah dran direkt. Sind ja sogar Blumen. Oh, Dark Pain hat eine Leiche gefunden. Nice. Direkt mal gucken, was das ist. Was für ein Typ. Ist einfach Wasser hier jetzt. Ich habe auf jeden Fall auch ordentlich Railgun Muni mit. Ich schieße hier alles weg. Hey, nice. Der hat einfach mal Burritos dabei. Der hat auf jeden Fall eine SMG ist am Start. Brauchst du noch irgendwas an Waffen? Nein. Nimm ihn auf jeden Fall seine Madpens weg, falls ihn jemand findet. Bin jetzt in der Nähe. Jetzt kann ich mal sehen, was das für ein Schiff ist. Und schmeiße seine Waffe weg. Ein Sturm, man sieht gerade nichts. Es ist eine halbe Cutlass. Also der komplette hintere Teil fehlt einfach. Schiff. Warum nimmt er die nicht? Landet irgendwas? Gladius. Wieder abgehoben. Hab seine Waffe erstmal mitgenommen. Dass er nicht gefährlich wird, falls ihn jemand findet. Bin mir auf Nummer sicher. Hey Gunmaster, mein Lieber. Frohe Weihnachten. Um mitzumachen, Ausrufezeichen, Tags. Und dann schaust du, wie viele Tags du hast. Und 25 brauchst du, um mitzumachen. Da kannst du eine Cutter LTI gewinnen. Die hau ich heute raus für euch.
und mit Concierge Paint. Und da machst du einfach in Ruhe mit, indem du kurz deine Tags checkst. 25 Tags brauchst du, um ein Ticket zu haben. Ansonsten pro 10 Minuten gibt es ein Tag, Watchtime. Kannst du einfach offen lassen. Weiß ich, mach so irgendwas im Hintergrund, lässt laufen. Und es ist immer egal, wann der Stream läuft, sammelt man Tags. Und da kann man immer dann mitmachen bei den Gewinnspielen, je nachdem, was dann und kommt. Ist hier unten nix. Und ja, von da aus. Nur Fighter in der Luft. Kannst du da mal schauen, wie viele du hast. Hey Orsux, frohe Weihnachten. Wie geht's dir, mein Lieber? Hey Storm. Oh mein Gott. Frohe Weihnachten. Alles fit bei dir? Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Schiff kommt wieder. Ja, von links sehe ich eins. Red rüber. Was ist denn das? Das ist eine Hurricane. Wie wir es, hey. Frohe Weihnachten. Jo. Gladius. Bei mir auch alles, alles top. Alles top, Storm. Danke, danke. Wenn der nochmal ein bisschen Schild steht, dann war es das. Ich bin noch weit hinter euch. Ein Hit. Nice. Ah. Jetzt ist es daneben gegangen, aber er hat einen dicken Hit. Sehr gut, sehr gut. Dann ist das System schon mal. Oh, er kommt wieder. Ja, ich sehe ihn oben. Über mir. Ja, ich hab Blick drauf. Ballert es einfach. Nice. Walcher, sehr guter Schuss. Oh, verdammt gut. Verdammt gut getroffen. Sah das nice aus. GG. Hab ihn. Zack, boom. Ja, dass er nicht einfach abgedreht ist. Ist wiedergekommen. Natronic. Merry, merry Christmas auf jeden Fall. Mondprinz, moin. Alles fit, dir auch frohe Weihnachten. Pain geht ran. Ja, ich das Ganze gestartet. Wie gesagt, es gibt immer mal wieder ein Giveaway hier und so weiter und so fort. Ich bin auch bei knapp 10 Stunden jetzt im Stream. Das Ganze, ja, heute Morgen schon gestartet, damit man auch die Chance hat, einige Tags, die neu sind, auch Tags zu sammeln. Natürlich jetzt langsam geht es in die Endphase, dann wird es ein bisschen schwierig, wie man noch Tags auf jeden Fall sich holen kann, ist, indem man ein Follow da lässt, dann hat man 5 Tags nochmal on the top und wenn man das Ganze supportet mit einem Prime oder mit einem Sub, kriegt man nochmal 100 Tags als Dankeschön on the top, einmalig und so könnte man jetzt noch an Tags rankommen. Ansonsten einfach gechillt, nächstes Mal im Stream vorbeikommen, ein bisschen laufen lassen oder jetzt einfach nur laufen lassen, einfach im Background und so sammelt ihr noch ein paar Tags für die nächsten Giveaways. Und da ist immer unterschiedlich. Manchmal kostet nur ein paar Tags, manchmal ist auch irgendwas umsonst natürlich, da braucht man gar keine Tags. Und bei anderen Dingen ist es dann halt für ein paar Tags. Das ist halt, das Ding ist halt am Ende, ich habe damit auch absolut kein Problem, wenn jemand rumkommt im Stream, der nur für ein Giveaway da ist, in Anführungsstrichen. Dafür sind die Giveaways ja da, absolut kein Thema. Aber für die, die halt, man versucht ein bisschen die Balance zu halten, für die, die immer da sind, supporten, in der Community sind und so weiter, dann macht man für die natürlich auch etwas, wo ein paar mehr Tags sind, dass die natürlich auch die Chance haben, weil die sehr, sehr viel supporten. Jemand, der neu ist, ist halt neu. Ob er nur fürs Giveaway da ist oder die Community neu kennenlernt, das weiß man im Vorfeld nicht, deswegen ist das für mich alles easy. Das ist absolut kein Problem. Dafür sind die Giveaways halt da, aber bei solchen Giveaways ist dann ein bisschen, das ist auch für die Leute ist, die schon lange, lange dann auch mit am Start sind und aber dann immer noch in einem Rahmen, wo man dann in den Streams, so mache ich das immer, dass man in den Streams immer noch die Chance hat, wenn man da ist,
ungefähr an die Tags rankommt, dass man auch, wenn man neu ist, an dem Tag das auch noch hinkriegt. Hey, ihr könnt ja verstehen, man muss da irgendwie so ein bisschen, ne, Spagat haben. Ich habe gerade von Doug Payne gehört, der ist down gegangen. Im Eingang ist einer. Dann sind da welche. Boah, wenn wir uns ein bisschen nach rechts verlegen, dann könnten wir sogar da reinschießen in den Eingang. Ja, ich würde mich auch nach rechts direkt. Ja. Wie sieht's allgemein bei euch aus, Jungs? Dort ist gerade weggesprungen, der wurde gejagt, einer ist noch in der Luft. Ey, Little Fettfisch, wie geht's dir? Schön, dich auf jeden Fall zu sehen. Danke für dein Prime, danke für 2 Monate. Ja, dir auch. Hoffe, dass alles gut ist. Oh Gott, bin ich nah dran. Irgendeine Vanguard. Dir auch eine schöne Weihnachtszeit. Könnte ich auch bearbeiten. Ja, es macht übelst Laune. Wie gesagt, ein bisschen auf YouTube kriegt ihr auch einen Einblick, was hier so läuft. Hast du gerade geschossen? Ich schieße auf eine Vanguard. Okay. Ich höre hier über Lasershots. Nice. Hast du sie? Wow. Cobb ist auch gestorben. Er ist noch. Doug Payne sagt nach der Luftschleuse. Nach der Luftschleuse. Also entweder ist er da jetzt reingelaufen und wieder in seine... Hardrock, vielen Dank. Danke für dein Prime. Danke für 2 Monate. Apropos Support, frohe Weihnachten. Vielen Dank. Danke dafür. Mumprinz, willkommen bei uns. Danke für dein Follow. Kommt wieder was reingeflogen? Komm. Banu. Fender, glaube ich. Schieß drauf. Nächstes die Hurricane. Boah, bei mir ist übelst der Sturm. Hat 4 Hits. Wir kennen so gut wie gar nichts, sie fliegt weg. Der ja, genau jetzt ist der Sturm weg. Da ist noch was. Einfach Glück gehabt. Allgemein mal ein bisschen hier reinziehen. Oh mein Gott, Eskalation. Er rastet einfach aus. Oh mein Gott, vielen Dank. Du bist einfach bescheuert. Danke dafür. Danke für 10 Gifted Subs. Mega was an dir. Vielen Dank, mein Lieber. Einfach mal rausgehauen. Sehr, sehr nice. Danke, Leute. Yes. Ich dachte, du bist essen. Ich komme da einfach um die Ecke. Mega. Danke dafür, mein Lieber. Lass dir schmecken. Ich habe gerade Jumptown ein bisschen im Blick. Sehr, sehr nice Support. Danke. Ja, es reichen mal wieder nur 2-3 Leute am Boden und schon läuft's hier, würde ich sagen. Bist gerade wieder da? Ja, sehr nice. Hau mal ein bisschen Hype in den Chat auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Danke. Oh, ich bin schon wieder angepeilt hier, Alter. Wo bist du ungefähr? 39, 38, seh dich, ja. Ja. Scheiße. Ich muss kurz was trinken. Ja, ich seh dich dort hinten. Ich guck mal allgemein mal so ein bisschen in die Ferne, ob sich irgendwo was bewegt, aber ich glaube, hier ist keiner am Boden. Das ist auch so krass. Doug Payne läuft hinten rum und findet einfach mal so boom aus dem Nichts einen kompletten Typen. Ja. Alter Schwede Kutaro, ne? Alter Schwede Kutaro. Eine Einladung? Ja, kriegst du. Oh, eine Sentinel, Walter. Schon wieder? Ja. Aber ohne Sound anscheinend. Ja, oder fliegt sehr langsam.
Danke, danke. Absolut Wahnsinn, Kotaro. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ihr seid crazy. Ihr seid einfach crazy. Danke, danke, Leute. Absoluter Wahnsinn. Ja, Eskalation. Absolute Eskalation. Ach, ihr seid verrückt. Nice. Vielen, vielen Dank. Einladung geht raus. Ihr seid einfach bescheuert. Nimm doch mal das Grinsen aus deiner Fresse, Mann. Ist schwierig, schwierig dabei nicht zu grinsen. Wir müssen da nicht grinsen. Nimm mal raus damit. So, mal kurz einladen. Wo seid ihr denn? Was gab's eigentlich zu essen, Masanir? Burger. Burger? Ja. Mhm. Da geht man doch gerne direkt dorthin, oder? Ja, runter. So. Oder runter. Ich schieße jetzt drauf. Captain Lasagne joins the party. Yo, wie sieht der Luftraum aus? Oh, umkämpft, würde ich sagen. Aber ich habe es noch nicht geschafft, runterzukommen. Gerade immer wieder unter Beschuss. 3 Hits. Geballert hier. Ja, ich höre es.